Du verwendest eine Ecovid-Wetterstation und hast diese über Hex in Home Assistant integriert. Mit der Version 2023.5 von Home Assistant solltest du auf die offizielle Ecovid-Integration wechseln. Warum das so ist, siehst du in diesem Video. Nach dem Intro geht es los. Moin, mein Name ist Thorsten von meine-digitale-welt.de. In diesem Video zeige ich dir meine Probleme mit der Ecovid-Wetterstation-Integration nach dem Update 2023.5. Nach dem Home Assistant Update kann die Integration nicht mehr geladen werden. Auch ein Löschen der Integration ist dann leider nicht mehr möglich. Um das Problem zu lösen, solltest du vor dem Update die Integration löschen, beziehungsweise du musst zunächst über ein Backup, das geht über Einstellungen, System Backup, ein Backup wiederherstellen. Ich bin nun wieder in meiner 2023.4er Version von Home Assistant und dort gehst du dann unter Einstellungen, Geräte und Dienste in das Ecovid-Gerät und löscht es. Im Anschluss nach dem Löschen gehst du auf Einstellungen und installierst wieder das Home Assistant Update auf die 2023.5er Version. Wir sehen uns wieder nach dem Update. Die Home Assistant Version 2023.5 wurde nun wieder neu gestartet. Im nächsten Schritt gehen wir in unseren Home Assistant Community Store, also im Hex, und gehen dort unter Integrationen und löschen hier die Ecovid-Wetterstation einmal heraus, indem wir auf die drei Punkte klicken und dann auf Entfernen. Nachdem wir nun die Ecovid-Wetterstation-Integration aus Home Assistant bzw. aus Hex gelöscht haben, starten wir zunächst Home Assistant neu. Das Ganze geht über die Entwicklerwerkzeuge und dann über Home Assistant neu starten. Nach dem Neustart von Home Assistant gehen wir auf die Einstellungen, gehen dort auf Geräte und Dienste und fügen eine Integration hinzu. Als hinzuzufügende Integration wählen wir Ecovid aus und bestätigen das Ganze durch Absenden. Um die Integration abzuschließen, musst du dich nun im Webinterface von deiner Ecovid-Wetterstation anmelden. Das ist ja bei mir die GW1100. Das Video dazu habe ich dir hier rechts oben verlinkt. Und dann müssen wir die Server-IP brauchen wir, beziehungsweise wir brauchen diesen Webhook-Pfad, der hier drin steht. Und dementsprechend empfehle ich dir, diesen Pfad zu kopieren. Außerdem brauchst du noch den Port. Im Webinterface klickst du unter Weather Services ganz nach unten. Und dort fügst du einmal den Pfad ein, die IP-Adresse und natürlich den Port, den du dir gerade gemerkt hast. Danach klickst du auf Save. Zurück in Home Assistant kannst du nach einer Aktualisierung der Seite sehen, dass die Entitäten auch hier jetzt richtig geladen wurden. Solltest du nun auch noch mein Wetter-Dashboard nachgebaut haben, dann kannst du jetzt sehen, dass alle Entitäten aktuell nicht verfügbar sind. Das liegt halt daran, weil die Entitäten eine andere Sensorbezeichnung haben. Dazu gehen wir hier mal auf unsere Einstellungen. Klicken auf Bearbeiten und hier sehen wir, dass das Ganze, der Sensor hieß vorher Sensor.OutdoorTemperature und das Ganze ist unter dem Namen Außentemperatur abgespeichert. Nun gehen wir nochmal in unsere
Einstellungen, gehen auf Geräte und Dienste in EcoVid. Und wenn wir uns jetzt einmal hier die Außentemperatur heraussuchen, die haben wir hier, da. Und dann gehen wir hier oben auf das Zahnrad. Dann sehen wir, dass der Entitätsname bzw. die Entitäts-ID etwas anders ist. Die kopieren wir uns jetzt einmal. Und am Namen tragen wir Außentemperatur ein und aktualisieren das Ganze. So, und danach gehen wir nochmal wieder auf unsere Übersicht bzw. in unser Wetter-Dashboard und klicken nun nochmal hier wieder auf Bearbeiten, fügen hier die Sensor-ID ein und klicken auf Fertig. Und hier sehen wir, die Außentemperatur wird perfekt angezeigt. Nun wollen wir so jeden einzelnen Sensoren auf dieser Seite bearbeiten. Das Ganze geht folgendermaßen. Wir müssen hier nicht auf diesen kleinen Pfeil klicken. Da habe ich mich verklickt. Jetzt muss ich noch einmal wieder zurück. So, wir müssen im oberen Bereich hier auf die 2 klicken. Fügen bei der Entität das Ganze hier einmal ein und nehmen alles, was Outdoor Temperature ist, davor weg und nun kopieren wir uns einmal den Inhalt und zwar alles, was vor dem Unterstrich steht. Kopieren wir uns und fügen das Ganze jetzt hier anstatt Sensor Punkt ein. Und so gehen wir nun auch mit allen anderen Sensor-IDs bzw. als mit allen Entitäten vor. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Würde mich freuen, wenn du das Video kommentierst bzw. ein Gefällt mir dalässt. Natürlich darfst du auch gerne den Kanal abonnieren für weiteren Home Assistant Content. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Meine digitale Welt und Home Assistant Tutorial Videos. Dankeschön und tschüss.